Moin, hier ist der Lucky Old Sat. Willkommen auf meinem Star Citizen Kanal. Da ich mir schon die ersten Söldnersporen in der vorherigen Folge verdient habe, werde ich mich diesmal in die Aurora MR schwingen und einen Patrouillenflug über Hurston absolvieren. Genauer gesagt, die Mission heißt Eliminate Threat from Hurston Space. Wie üblich findet ihr die Mission unter dem Generellreiter unter Mercenaries. Der Auftrag ist denkbar simpel. Der Auftraggeber Hurston Dynamics bittet uns darum, über Aberdeen einen Patrouillenflug zu absolvieren und sämtliche Bedrohungen auszuschalten. Leider können wir diesmal keine Extra Credits durch die A Call to Arms Mission farmen, da das Hauptziel der Mission ist, sämtliche Gegner zu zerstören. Natürlich gibt es diese Mission nicht nur auf Hurston, sondern zum Beispiel auch auf Arkop. Zu erwähnen wäre noch, dass man den ersten Rendezvous-Punkt in einer gewissen Zeit erreichen muss. Wenn einem nicht gerade die Triebwerke weggeschossen worden sind oder der Sprit ausgegangen ist, ist es immer möglich, die Rendezvous-Punkte in der vorgegebenen Zeit zu erreichen. Vorerst erstmal genug zur Information, ab zum ersten Rendezvous-Punkt, auf nach Aberdeen. Am ersten Rendezvous-Punkt angekommen, erwartet uns auch schon das Empfangskomitee. Dieses besteht aus einer Drake Herald von der Crusader Raumüberwachung. Nach einer kleinen Wartezeit bekommen wir dann den ersten Rendezvous-Beacon gesetzt. Na, dann fliegen wir mal zum ersten Patrouillenpunkt und lassen uns überraschen. Es tauchen natürlich prompt zwei Gegner auf. Zwei Mustang Delta stellen natürlich keine Gefahr für uns dar. Bei dem Kampf gegen eine Mustang Delta muss man nur darauf achten, dass man nicht in den Schwarm der ungelenkten Raketen reinkommt. Beim Mustangs pulverisiert haben, geht's auf zum zweiten Patrouillenpunkt. Dieses Mal kommen wir zum rechten Zeitpunkt, um einen Angriff auf eine Starfarer abzuwehren. Unsere Gegner sind dieses Mal eine Buccaneer und eine Cutlass Black. Während sich die Buccaneer direkt auf uns stürzt, versucht die Cutlass Black, die Starfarer zu attackieren. Jetzt heißt es, die Buccaneer so schnell wie möglich aus dem Spiel zu nehmen.
Nachdem wir uns der Backe näher erledigt haben, konzentrieren wir uns jetzt auf die Karte des Spectre. Dabei werden wir tatkräftig von der Starfarer unterstützt. Da ich beim Kampf mit der Katze Black aus Versehen die Starfarer ab und an mal getroffen habe, fängt diese nun an, auf mich zu behacken. Sie stellt aber allgemein kein Problem für diese Mission. Nachdem die Katze Black nun auch ihr Zeitliches gesegnet hat, ist der Weg frei zum dritten Patrouillenpunkt. Erwartet uns eine einzelne Backe hier. Die stellt keine große Bedrohung für unsere Aurora im Meer dar. Und wie es zu erwarten war, hat sie die Backe in den Zerriss. Kaum wurde der Abschuss bestätigt, bekommen wir auch über Funk mit, wie die Position der Drake Herald geordnet worden ist. Der arme Teufel der Raumüberwachung beordert uns sofort zu seiner Position, um ihn zu beschützen. Pflichtbewusst wie wir sind, kommen wir seiner Bitte nach und setzen den Kurs auf den letzten Patrouillenbeacon. Ready up, you've got hostiles inbound. So wie es aussieht, wurden zwei Buccaneers auf die Herald angesetzt. Aber auch zwei Buccaneers sind kein Problem für die Aurora MR.
Mit dem Platzen der letzten Buccaneer haben wir auch die Mission erfüllt. Fassen wir also zusammen. Die Patrouillenflugmission ist meiner Meinung nach sehr gelungen. Man fliegt nicht nur stumpf die Patrouillenpunkte ab, sondern es wird versucht, eine kleine Geschichte zu erzählen. Die 5000 Alpha UCs sind aufgrund des geringen Schwierigkeitsgrades schnell verdient. Und auch mit der Aurora MR hat man keinerlei Probleme, diese Mission zu absolvieren. Ein Wehmutstropfen hat das Ganze natürlich. Die fehlenden Rewards der Call to Arms Mission. Und damit wären wir auch schon wieder beim Ende dieser Folge angelangt. Im nächsten Video werde ich mich einer anspruchsvolleren Mission widmen, der Claim Jumper Mission. Ich setze jetzt Kurs auf Everest Harbor, lasse meine Aurora MR reparieren, ruhe mich ein bisschen aus und wir sehen uns im nächsten Video. Bis später gleich, euer Lucky OZ.